Aber glücklicherweise macht die Bibel hier nicht die Regeln. In diesem Land haben wir ein Gesetz, das sorgt für die Trennung von Kirche und Staat. Ja, haben wir im Iran auch versucht. Nicht gelungen. Mavis? Ja. Mavis! Was ist? Du hättest mir verraten können, dass hier eine Versammlung des rechten Flügels stattfindet, bevor ich meine Hochzeit gebucht habe. Wieso? Zu deiner Hochzeit kommen die doch nicht. Die Rechten vergnügen sich woanders. Danke sehr, Mavis. Was ist nur aus der Cousine Mavis geworden, die ich kannte? Miss Liberal, die für die Rechte Unterdrückter gekämpft hat und dauernd zugekifft war. Zuerst einmal denke ich, dass Kiffen keine politische Haltung ist. Aber ich habe immer aus tiefstem Herzen dran gehangen. Und das Zweite wäre, ich habe ein Hotel und kann es mir nicht leisten, jemand abzuweisen. Bravo, Mavis! Bravo! Du meinst, ich soll meine Hochzeit in einem Hotel feiern, das voller Menschen ist, die den Mann unterstützen, der versucht, die Verfassung zu schänden? Das würde helfen. Also Courtney und Cassandra liegen sich da draußen immer noch in den Haaren. Ich schwöre euch, höre ich das Wort Homo-Ehe oder republikanische Partei nur noch einmal, knall ich mich voll, bis ich unter den Tisch plumpse. Homo-Ehe! Ja. Ich halte die Homo-Ehe für falsch. In der Bibel steht, der Mann sucht sich eine Frau. Zu Lynn, das ist aus unsere kleine Farm. Der Farmer sucht sich eine Frau. Und wieso bringst du überhaupt die Bibel ins Spiel? Wieso tun das Menschen dauernd, wenn sie ihre Haltung rechtfertigen? In der Bibel stehen ein paar verrückte Sachen. Da steht auch, dass jedes Kind, das seine Eltern verflucht, umgebracht wird. Und wisst ihr, was das für uns bedeutet? Tod, 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 Tod. Und du wärst vierfach tot. Ja, oh ja. Wisst ihr was? Ihr seid echt altmodisch. Humus sind doch nichts Neues. Bei meinem Abschlussball waren sie auch. Einer wurde sogar zur Abschlussballkönigin gewählt. Ich war sauer. Ich hab's überlebt. Aber er wollte mir nicht sein Krönchen geben. Ich sage, lass sie heiraten, die Homos. Wieso soll's denen besser gehen als uns? Klar, lass sie sich genauso gegenseitig nerven, streiten und fett und übellaunig werden, bis sie dann schreien, runter von mir, du schlaffes Muttersöhnchen! Ich halte das nicht mehr aus, eine Minute! Jeder darf dieses Recht haben. Ja, du hast recht. Mhm, klar. Homos sind doch für den heiligen Stand der Ehe eine echte Bedrohung. Das sind sie nicht. Britney Spears ist für den heiligen Stand der Ehe eine Bedrohung. Genau. Wenn man besoffen ist, darf man heiraten, aber nicht, wenn man schwul ist. Hat nicht Bill Clinton das Gesetz zur Verteidigung der Ehe unterschrieben? Ja, stimmt genau. Ich meine, man kann ganz sicher einiges von Bill Clinton lernen. Allerdings nicht viel in Bezug auf die Ehe. Und jetzt würde ich euch gerne eine ernsthafte Frage stellen. Hm? Wer von euch hält Don't Hide Love für eine Homo-Hymne? Ich. Was? Oh, na klar. Es ist kein Zufall, dass deine Karriere endete, als die Badehäuser geschlossen wurden. May Ray, secretly hoping you come out in the open. Don't hide love. Ich bitte euch. Das war nur ein Reim. Ich war high. Vielleicht sprach ich ja über Homos. Sorry, ich war nun mal so frei. Danke, danke. Kaum zu glauben, dass du keine Hits mehr hast. Ich verstehe nicht, wie gleichgeschlechtlicher Verkehr befriedigend sein kann. Ja, und ich nicht, wie die Missionarsstellung befriedigend sein kann. Aber ich habe gehört, eine Menge Weiße stehen drauf. Hör mal, kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich will nicht, dass es hier in der Lobby zum Drama kommt. Hallo, Ladies. Sie sind hier wegen... Wegen der Hochzeit. Oh, dann hier lang. Und Sie sind hier wegen... Republikaner treffen. Das ist da. Und Sie wollen wohin? Zu den Buschtrommlern. Könnten Sie das spezifizieren? Courtney, was tun denn die ganzen Lesben da in der Lobby? Sieht ja aus wie beim Christopher Street Day. Mir wurde nur gesagt, dass hier zur gleichen Zeit eine Hochzeit stattfindet. Eine lesbische Hochzeit? Die zu bekehren wäre nicht dumm. Das ist beleidigend. Ich suche mal den Manager. Hey, hey, hey. Denkst du, dass es zwischen denen zu Zärtlichkeiten kommt? Hm? Hören Sie mal. Ich nehme an dem Republikanertreffen teil und einige von uns fühlen sich durch diese Homo-Hochzeit belästigt. Also ist das nicht witzig? Denn ebenso geht's einigen von uns mit der Bush-Administration. Aber manchmal muss man einfach nur blinzeln und dann wegsehen. Seht weg, Südstaatler, seht weg. Ladies, Ladies, bitte wartet, wartet!
Ihr seid die Bräute. Das bringt Pech, wenn eine von euch die andere vor der Hochzeit sieht. Sind diese zwei Frauen ein Paar? Findet hier etwa eine Lesbenhochzeit statt? Achten Sie darauf, dass ich Ihre Spirale nicht verdrehe. Courtney, ich muss die Hochzeit ausrichten. Halt deine Meute ein bisschen im Zaum, ja? Hören Sie mal, haben Sie von dieser Ketzerei gewusst? Ketzerei? Jetzt hören Sie mal zu, Sie Verklemmter! Darüber muss man sich nicht aufregen. Die Homo-Ehe ist nicht legal, also ist diese Hochzeit nur ein politisches Theater. Der Spruch eines wahren Republikaners. Schluss, das klingt alles so entwürdigend. Ich bin zufällig auch Republikaner. Ich bin sogar ein stockschwuler Republikaner. Ein pechschwarzer, schwuler Republikaner? Dann schiebt man's ihnen ja von allen Seiten rein. Cassandra, ich bin hier nicht der Feind. Gebe euch die Regierung sämtliche Rechte der Welt, ohne sie als Ehe zu bezeichnen. Wärt ihr dann zufrieden? Würde die Regierung uns Schwarzen Schulen einrichten, die so gut sind wie die der Weißen, sie aber trotzdem Rassismus gleichgestellt nennen, wärst du dann zufrieden? Was kommt noch? Gruppensex? Vielleicht Sodomie? Oh ja, genau das beunruhigt sehr viele Menschen. Oh ja, wenn man im Auto die Straße runterfährt und rüber zu einer Scheune blickt, sieht's aus wie im Studio 54. Ich sage euch, Kühe stehen oben auf dem Dach und tanzen mit Diamanten im Bauch. Schafe rennen rum und rufen, stopp, stopp! Mavis, hör auf, ja? Wieso hast du diese Typen denn nur in dein Hotel gelassen? Oh, entschuldige mal, ja? Es ist nicht mein Job, euch vor der realen Welt zu bewahren. Ich führe hier nämlich keine lesbische Tagesstätte. Jetzt ist es also unsere Schuld, weißt du was? Vergiss es, wir hauen ab. Was ist? Du ruinierst meine Hochzeit! Hör zu. Ich weiß, wir haben bereits eine Braut da draußen, aber für diese ausgefallene Art der Hochzeit brauchen wir zwei. Spar dir das, Mavis. Ich habe nicht mehr vor zu heiraten. Ach, beruhig dich wieder. Auf Hochzeiten passiert doch immer was. Der Priester ist randvoll, der Kuchen fällt runter, die Fruchtblase platzt, bevor du sagst, ich will. Also bei der Planung meiner Hochzeit, da habe ich mich vor allem auf Menschen gefreut, die uns beistehen. Weißt du was, Mavis? Warte, ich bin noch nicht fertig. Komm schon, Kleine. Wenn du für Rechte wie die Lesben-Ehe kämpfen willst, musst du auf Menschen vorbereitet sein, die nicht so begeistert davon sind. Das sind deren Probleme. Nein, nein, Schätzchen. Das ist auch dein Problem. Du lebst nicht in einer Traumwelt. Du stößt viele damit vor den Kopf. So ist das nun mal. Weißt du was? Was? Das verstehst du nicht. Genau, ja. Stimmt, du hast recht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wieso man überhaupt heiratet. Homo oder hetero. Aber ich nehme an, dass du das möchtest, weil du Bobby vielleicht liebst. Aber sicher liebe ich sie. Wirklich? Dann aber schnell raus, geh hin zu ihr. Vorhin ist das ganze Softball-Team eingetroffen und Bobby sieht verflucht gut aus. Und vielleicht mache ich mich noch selbst an sie ran. Und hiermit erkläre ich euch Kraft des mir verliehenen Amtes zu Frau und Frau. Hau mich noch immer um. Aber ich bin einverstanden. Küssi. Hey, das ist mein Text. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Das ist falsch. Ja. Los. Was ist? Geh schon. Oh, oh, oh. Los. Entschuldigt bitte. Ihr müsst euch mal eine Sekunde hinsetzen. Mavis, nein, ernsthaft. Ihr müsst hören, was ich zu sagen habe, bevor ich euch hier rauslasse. Also los, setzt euch. Wieso seid ihr so genervt? Hört mal. Ich sagte doch, das mit dem Frau-zu-Frau-Ding tut mir leid. Ich bin einverstanden. Denn manchmal, wenn ihr den Pfad des Lebens entlang schreitet, wisst ihr nicht, was auf euch zukommt. Ihr wisst nicht, welches Licht in eurem Kopf aufleuchten wird. Also, wenn ihr ihn entlang schreitet, diesen Pfad des Lebens, dann habe ich einen kleinen Ratschlag für euch, den ich selbst angewandt habe. Hau rein, Ferdi! Can you hear me? Yeah! Hey!
Ja.